Lust auf Sprache will man in der Salzburger Stadtbibliothek vermitteln. Eine interaktive Ausstellung macht Sprache hörbar, sichtbar und fühlbar. So ist eine Art Sprachmuseum entstanden in Zusammenarbeit mit dem Kulturverein Kunstboxekirchen und den Salzburger Nachrichten. Renate Lachinger hat eine Führung für Schülerinnen begleitet. Zwischen 6.000 und 7.000 Sprachen werden derzeit weltweit gesprochen, schätzen Experten. Wie sie klingen, ist in der Stadtbibliothek zu hören. Von den Weltsprachen zum Sprachwandel. Und wenn ihr euch die beiden Gedichte anhört, das sind zwei Jahrhunderte, die dazwischen liegen, dann kann man den Sprachwandel bei uns eigentlich ganz gut erfassen. Ein Lausel, nimm's Flohl beim Schupf. Das Wanzerl und Flohl zu rächen den Spott. Dieser Text stammt aus dem Jahr 1769. Der nächste aus dem Jahr 2013. Es hat sich was getan im Land, zumindest was Musik betrifft. Wir brauchen neue Lieder, die alten singen wir nicht mehr. Diese Videoinstallation von Walli Export zeigt, wie die einzelnen Wörter in den Stimmlippen entstehen. Sprache wird so nicht nur akustisch, sondern auch optisch darstellbar. Die Alltagssprache besteht aus vielen Dialektwörtern. Hier kann man erleben, wie vielfältig die einzelnen Dialektausdrücke für ein und denselben Begriff sind. Das ist genau das Spielerische, dass man auch den eigenen Dialekt an Varianten kennenlernt. Interessanterweise sagen ja Sprachforscher sogar, dass Kinder, die mit einem Dialekt aufwachsen, dann sprachlich mehr Möglichkeiten haben, wenn sie dann in die Standardsprache auch kommen. Allein für Jauche gibt es jede Menge unterschiedliche Dialektausdrücke, je nach Region. Hilling. Missing oder Odel. Missing. Suling. Suing. Sei es ein Stoßgebet oder Meditation. 300 Gebete in 65 Sprachen produziert dieser Gebetomat, der bei den Schülerinnen auf besonderes Interesse stößt. Mate Bhavat Pantarayo.